wir haben ja zwei große Flüsse mit dem Rhein und dem Neckar, die zu überqueren, geht leicht über eine Brücke. Aber Fähren, die leisten da nach wie vor eine wichtige Arbeit, so beispielsweise in Neckarhäuserhof. Die Fähre dort verbindet nämlich Neckargmünd und Neckarsteinach. Allerdings ist die Zukunft ungewiss, denn auf dieser Fähre operieren zwei Fährmänner, das Ganze im wöchentlichen Turnus. Allerdings, wer wird Nachfolger? Das weiß man immer noch nicht. Alexander Kumpf und Luis de la Rosa berichten. Noch ist Markus Seibert alleine auf seiner Fähre. Doch das soll sich bald ändern, denn der Pächter sucht Nachwuchs. Seit nun 90 Jahren schippert die Neckarhäuserhoffähre schon über den Neckar und verbindet so zwei Ortschaften und damit auch die Bundesländer Hessen und Baden-Württemberg. Markus Seibert liebt es an seinem Job, sein eigener Chef zu sein und freut sich über die kurzen Begegnungen an Bord. Die schönen Erlebnisse sind, wenn dann irgendwelche Kunden irgendwann Freunde sind oder so, also und die wirklich mit Herzblut Fähre fahren und so, wo man sich dann ja wirklich über viele Kunden am Tag freuen kann. Zurzeit teilt er sich mit einem anderen Fährmann die Stelle. Heißt, eine Woche durcharbeiten, eine Woche frei. Was vielleicht erst einmal gut klingt, birgt jedoch so seine Tücken. Als Vater von zwei Kindern ist er in seiner Arbeitswoche erst abends zu Hause und schon morgens früh unterwegs, denn die erste Fährfahrt startet schon um 6 Uhr. Aufgrund gesundheitlicher Probleme und weil ihm der Pachtvertrag nicht mehr zeitgemäß erschien, kündigte Markus Seibert zunächst zum April. Doch ich mache den Job zu gern, um zu sehen, dass meine Kunden nicht darüber kommen. Weil ich wohne halt leider nur 50 Meter entfernt und dann siehst du halt das ganze Theater den ganzen Tag, wenn die Leute rumdrehen. Deshalb zieht der Fährmann kurzerhand seine Kündigung zurück. Mit der Stadt konnte er nun bessere Bedingungen wie eine kürzere Kündigungsfrist und eine Stunde weniger Arbeitszeit pro Tag aushandeln. Jetzt sind wir uns eigentlich auch einig geworden. Vor ein paar Wochen haben wir Vertragsverhandlungen gehabt und wunderbar eigentlich soweit, alles akzeptiert. Und mittlerweile ist sogar die Stadt und das Land dafür, dass wir drei Leute finanzieren, dass die Stadt und das Land drei Leute finanziert. Und von dem her ist es super. Jetzt wäre halt schön, wenn noch ein zweiter, dritter sich finden würde. Jetzt muss also schleunigst Verstärkung her. An Spitzentagen transportiert der Familienvater gerne mal 150 Autos. Hinzu kommen Fußgänger, Radfahrer und regelmäßige Pendler. Für die ist die Fähre eine wichtige Verkehrsroute. Ich nutze die Fähre zweimal die Woche wegen der Arbeit oder wegen dem Job. Und ja, ist eine große Zeitersparnis für mich dann. Und Zeit ist Geld. Ich arbeite in Neckarsteinach und da ist es der einfachste Weg, von Mückeloch nach Neckarsteinach zu gelangen. Ich wäre das selber gerne, wenn ich jünger wäre, wenn ich ein Mann wäre, würde ich den Beruf machen. Ja, es hätte nur Spaß machen. Neben mindestens genauso viel Spaß brauchen Interessierte einen Fährschein und sollten wettertauglich sein. Sollte es dann doch mal stürmen, hilft Warten und ein gutes Buch.